Jens Kiefer, die Schneefälle ließen heute zum ersten Training kein Training draußen zu. Ihr habt improvisiert und seid dann ins Fitnessstudio gegangen. Wie geht's jetzt weiter? Ja, wir werden heute jetzt im Fitnessstudio trainieren, werden eine Athletikeinheit machen, wobei das jetzt heute im ersten Training nicht ganz so schlimm ist. Ansonsten die Woche Soccerhalle, weiterhin Fitnessstudio. Laktattest haben wir noch, wir haben noch einen Krafttest, wir haben noch Beweglichkeitstest, alles in dieser Woche. Ich hoffe, dass wir vielleicht hinbekommen, irgendwo einen freien Platz zu bekommen, dass wir trainieren können auch. Wird nicht so einfach werden, wenn man den Wetterbericht sieht, dass am Donnerstag, Freitag nochmal stehen soll. Aber wir werden das Beste draus machen und athletisch können wir uns schon vorbereiten. Samstag ist ja auch ein Spiel gegen Fuller Esch vorgesehen, das wird wohl nicht stattfinden können, oder? Wir hoffen, dass wir spielen können. Wir müssen gucken, wo wir einen freien Platz haben. Wir werden natürlich alles dran setzen, dass wir spielen. Und wenn wir nicht bei uns spielen können, werden wir auch anfragen, ob wir dort spielen können. Da gibt es gar kein Thema für uns. Wir wollen spielen. Wir wollen gucken, dass wir auch schnellstmöglich wieder 90 Minuten Fußball spielen können. Schon gerade vor dem Hintergrund, dass wir überhaupt nicht trainieren können im Moment. Alles, was auf dem Platz ist, technisch, taktisch, ist im Moment nicht möglich. Wie sieht es personell zum Trainingsauftakt aus? Kai Hesse hat Problem noch an der Hand, wird erst am 26. Den Gips abbekommen. Das heißt, bis dorthin mal definitiv weg. Er kann nur Athletik machen, er kann ein bisschen Ausdauertraining am Fahrrad machen, alles andere ist nicht drin. Nils Fischer hat immer noch Probleme am Knie, das wird auch noch eine Zeit lang dauern. Jure Czolak hatte ja Probleme am Knie. Das ist wesentlich besser. Noch nicht ganz weg, aber wesentlich besser. Jetzt hatte er heute zu allem Unglück noch einen Autounfall auf dem Weg zum Training. Er ist nicht da. Fais Badamassi steigt ein ins Training. Thierry Steinmetz wird die nächste Zeit fehlen. Wir gehen davon aus, dass er dieses Jahr nicht mehr spielt, also diese Saison. Ansonsten Chris Lentsch war vor der Pause verletzt, wird integriert ins Training. Müssen wir schauen jetzt die Woche, wie er die Belastung verträgt. Ansonsten keine Probleme im Moment. Du hast angesprochen, einige Spieler fehlen heute. Deswegen sucht man auch neue Spieler. Auf welchen Positionen? Na gut, was wir schon öfters kommuniziert haben. Wir suchen auf jeden Fall Innenverteidiger. Da müssen wir was machen. Das hat man gesehen. Wir werden vorne versuchen, was zu machen, weil Kinoshita weg ist, weil Thierry Steinmetz weg ist, weil Kai Hesse mit Sicherheit nicht voll fit an den Start gehen wird am Anfang. Da müssen wir was tun. Wir halten Augen und Ohren offen. Wir sind dabei, mit Spielern zu sprechen. Man muss schauen, was jetzt auf dem Markt ist, das wissen wir. Und dann schauen wir, ob es realisierbar ist für uns. Und ich hoffe, dass wir bis zum Trainingslager was dabei bekommen haben. Flo, du warst jetzt ein Jahr lang verletzt, hast nicht viel mit der Mannschaft trainiert. Wie fühlst du dich jetzt? Ja, ich bin einfach jetzt mal wieder froh, einfach mal wieder ein bisschen auch reinzuschnuppern, auch bei den Jungs mal ein bisschen zu sein. Und ich bin jetzt so weit im Aufbautraining und probiere halt so peu à peu mich ranzutasten, um auszutüfteln, wie das Knie auch so hält. Und ja, im Moment bin ich, denke ich, ganz zufrieden. Kann schon ein bisschen laufen auch, ein bisschen ein paar Sachen machen und hoffe, dass es weiter bergauf geht. Ist es dann schon eine Kampfansage, dass du wieder zwischen Pfosten stehen willst? Ja, das ist für mich, also erstmal, überhaupt will ich gesund werden, das ist für mich das Entscheidende. Also klar, Träume sind immer da, um sie auch zu realisieren. Ne? Also ich mache das ja nicht für irgendwas oder so. Ne? Ich will es ja auch nur mal mir auch ein bisschen selbst auch beweisen. Deswegen will ich einfach schauen, wie weit mein Körper noch der ganzen Belastung auch standhalten kann. Und da muss man einfach schauen, was drin ist. Aber jetzt momentan irgendwie schon Kampfansagen zu machen, das ist, denke ich, überflüssig. Also ich will gesund werden und muss Schritt für Schritt gehen und kleine Schritte gehen, ja. Was hast du das vergangene Jahr an Sport gemacht? Warst du nur Laufen oder nur Geräte? Ja, halt hauptsächlich halt im Kraftraum gewesen, ne? Also es war halt ja immer wieder mal auf und ab, sage ich mal, ne? Ich hatte ja 6 OPs, also es war schon heftig. Und die letzte jetzt im August gehabt. Und das ist sozusagen der letzte Anker. Jetzt muss man schauen, was ich noch imstande bin zu leisten, was der Körper noch aushält. Operieren lassen tue ich mich auf gar keinen Fall mehr, aber ich will es erstmal für mich nochmal probieren, wie weit ich gehen kann.